Hi, ja, mein Vogelnest ist weg und heute geht es mal um Kiffer-Serien. Aber ich habe bemerkt, dass ich keine Liste draus machen kann, sondern einfach nur eine Serie dran nehme. Und heute handelt es sich dabei um Final Space. I'm afraid, Gary, there is no foreseeable outcome where you survive. Das ist eine Sci-Fi-Adventure-Serie mit einem Main-Character, der am Anfang noch relativ unsympathisch wirkt. Er hat kein krass cooles Design, seine Witze sind nicht witzig, er ist nicht krass relatable und er hat kein Riss. It is never going to happen between us. Ever. Aber über die Zeit lernt Gary das Universum ein bisschen kennen und lernt, dass es auch vielleicht nicht so nett ist, wie wir alle wissen. Allerdings lernt er auch Feinde kennen, die zu Freunden werden. Etwas ziemlich Geiles an der Serie ist, dass die Anfangsstorylines aufeinander aufbauen. Das heißt, man hat immer irgendwas zum Überlegen und der Einstieg in die Serie hat einfach direkt schon gutes Momentum, wo man sich einfach nicht langweilt. Als allererstes werden wir Gary im Weltall vorgestellt. Er arbeitet da an einem Projekt, von dem uns nicht genau gesagt wird, was es ist, aber eine große Maschine im Weltall. Wahrscheinlich einfach nur eine Maschine, die Snoop Dogs unendlich viele Joints dreht, keine Ahnung, Mann. Er arbeitet da für die Regierung, die in dieser futuristischen Welt die Infinity Garde heißt. Really? Yeah, really. Seriously? Seriously. Das glauben wir zumindest, bis wir erfahren, dass Gary eigentlich ein Gefangener auf dem Schiff ist und eine Strafe absetzen muss, die er hat, weil er einen Ständer bekommen hat, woraufhin er 500 Luftschiffe in die Luft gejagt hat. Ja, shit happens. Grund für diesen Ständer war eine Dame namens Quinn, die er in einer Bar getroffen hat. Die Infinity Garde hatte gerade irgendein Essen abgehalten und er hat in der Zeit irgendeinem Typ auf dem Klo die Uniform geklaut. Stellt sich später noch raus, dass er ihn damit umgebracht hat, aber das ist nur nebensächlich. Jetzt als Gefangener im Weltall trifft Gary also seinen Freund Mooncake und noch einen Feind, der aber später, wie gesagt, zu einem Freund wird. Listen, buddy, I only have one thing to say to you. Do you play cards? Den Rest der Story will ich gar nicht so vorwegnehmen. Es geht um Dimensionsschlüssel, es geht um Titanen, um Prophezeiungen, um neue Konzepte von Realitäten. Es ist so viel cooler Stuff dabei für Leute, die Fantasy und Sci-Fi mögen. Es ist einfach die perfekte Show dafür. Es ist einfach für jeden was dabei und auch wenn der Style von der ersten Staffel einem nicht zusagt, wird es der von der zweiten oder dritten tun. Womit wir aber auch bei meinem einzigen Kritikpunkt für die Serie wären und das wäre der veränderte Ton über die Zeit von den Staffeln. Es fühlt sich einfach an, als hätten alle drei Staffeln einen anderen Director. Die erste Staffel ist noch ziemlich klassisch cartoon-mäßig, wenn ihr wisst, was ich meine. Die Comedy ist nicht sonderlich over the top und die Character Developments sind auch nicht die krassesten, aber schon vorhanden. Aber etwas sehr Gutes an zum Beispiel der ersten Staffel ist die abgerundete Story. Du kannst dir einfach diese 10 Folgen geben, die zu einem Finale hinauslaufen, das auch richtig befriedigend ist. Es ist einfach eine gute Anfangsstaffel für eine Serie. In der zweiten Staffel fängt Final Space aber an, seinen Zauber so richtig zu entfalten. Es geht um Werte, es geht um Familie, es geht unter anderem auch um den Spruch Blut ist dicker als Wasser und wie die Serie diesen verneint. Supernova soul, the void of healing. Are you sure? I know what you think. Yes, yes, I know, I'm very sure. So you're leaving? Again? I think we both knew this was never meant to be forever, right? Can I ask you one thing? Why don't you want anything to do with me? The day I lost your dad, my heart shattered. Whatever was left was too small to love anything anymore. Yeah. See, I would have taken even a tiny piece. Just one piece. Yeah. Maybe in another life, eh? But not this one. I'll see you around, kiddo. Well, Bill, you are a man of your word. Yes, I know. And there you go. Just fall. Just disappear on me, okay?
Und das alles sind Elemente, die auch in der dritten Staffel noch aufgegriffen werden. Die zweite Staffel fühlt sich ein bisschen mehr nach Entertainment an. Mehr episodisch, mehr Netflix-Serie. Nicht mehr so viel Wert auf eine sehr gut ausgearbeitete Story legen, sondern darauf, dass man durchgehend unterhalten wird. Das fand ich an der zweiten Staffel einfach ein bisschen schade, weil ich an der ersten gefeiert habe, dass es so eine gute Story war. Aber die dritte Staffel macht das auch wieder anders. Die Staffel ist wirklich dark. Also es ist wirklich die darkeste Staffel von irgendeiner Serie, die ich in dem Animationsstil irgendwie mal gesehen habe. Aber anders kann ich die dritte Staffel auch nicht beschreiben, weil diese komplett auf dem zweiten Staffelfinale aufbaut. Ich habe echt Probleme mit Deutsch. Um es euch ein bisschen einfacher zu machen, habe ich mir gedacht, versuche ich einfach mal den Staffeln Namen zu geben mit Genres. Die erste Staffel wäre hier Comedy, Sci-Fi, Adventure, Romance. Die zweite Staffel wäre Family, Drama, Comedy, Sci-Fi, Adventure. Und die dritte, Finsternis. Ja, sehr gute Titel. Aber wie gesagt, die Dynamik der Serie leidet halt sehr darunter. Aber das ist auch wirklich der einzige kleine Kritikpunkt und darauf muss man auch nicht achten, wenn man nicht will. Alles in allem kann ich einfach sagen, dass es eine sehr gute Serie ist mit auch sehr interessanten Charakterbeziehungen. Sie hat mich emotional einfach ziemlich krass mitgenommen und sie begleitet mich schon seit einer ziemlichen Weile. Locker schon seit 4 Jahren oder so. Weshalb ich einfach das Gefühl hatte, ein Video darüber machen zu müssen. Und das, was die Serie wirklich gut rüberbringt, sind ihre Finalen. Ich kann jetzt gerade nicht über die Finalen reden, das wären einfach nur Spoiler. Deshalb schaut euch die Serie einfach an, vertraut mir, es lohnt sich. Aber bis dann, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Content gegeben, den ihr gucken könnt, wenn ihr high seid. Und dann bleibt high und bis zum nächsten Mal.